Moin moin, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem 300 Abonnenten Special. Ja, mal wieder auf meinem Desktop. Bevor wir richtig zur Sache kommen, kommt wieder erstmal der Feuerfuchs zum Einsatz. Das dürftet ihr auch schon kennen. Und zwar hier, wenn ihr auf meinen Kanal geht, Website. Ich habe die letzte Woche hart daran gearbeitet und das ist daraus geworden. Übrigens, hier läuft immer noch meine Knights of the Old Republic Umfrage, wer mitkommen soll. Und ich werde mal ganz zufällig reinlugen. Naja, 15 Votes, aber ich denke, es ist eindeutig, wie mein permanenter Begleiter wird. Genderous hat gut aufgeholt, weil ich recht schön finde. Auf dem dritten Platz sind momentan TM3 und Carson Nasi. Dann dahinter Zalba, Jolly Windu, Johnny und Bastila. Und das schlussendlich bildet Mission Veo. Naja. Muss ich die Gürre wenigstens nicht mit mir rumschleppen. Na gut, wie gesagt, ihr könnt immer noch abstimmen. Hier findet ihr die einzelnen Kategorien. Hier unter Let's Plays findet ihr jetzt alle meine Projekte. Alle aktuellen, alle abgeschlossenen, die pausierten und die Specials. Ich werde euch einfach jetzt mal komplett auf meiner Seite herumführen. Hier findet ihr einen Text über mich. Beachtet dieser hässliche Fratz hier gar nicht. Nö, der ist uninteressant. Achtet lieber hier. Aktuelle Projekte, halt alle aktuellen Videos mit der Beschreibung, back. Hier findet ihr alle abgeschlossenen Projekte, klickt einfach nur, zum Beispiel hier, auf das aktuelle, ja toll, ich habe vergessen hier ein neues Fenster einzustellen. Ach, Wayne. Falls ihr hier findet, kommt ihr dann immer automatisch zu den Playlists. Aber bei Final Fantasy VII ist das leider ein bisschen anders, dass ihr hier auf die einzelnen CDs klicken müsst, das ist der einzige Unterschied, egal. So, pausierte Projekte, Chronicles of Riddick funktioniert leider nicht, Secret of Mana mit Agreements haben wir leider keine Zeit zu, er ist momentan im Urlaub und Black Prophecy, weiß ich nicht, ob ich weitermachen werde. Specials, 50 Abonnenten, mein 100er, mein 1-Jahres-Special, ja, hier habe ich 200 Abonnenten, okay, das muss ich später ändern, pff, fail. Ja, Maple Story. Es wird bald mit Maple Story losgehen. Das heißt, ihr werdet hier mal das aktuellste Video vorfinden. Und hier mein Guide, falls ihr unter Windows immer noch Probleme haben solltet. Hier findet ihr eine kleine Beschreibung noch extra. Livestream. Ja, ich werde vielleicht bald Livestreams starten. Wer weiß. Momentan ist die Aktivität leider noch nicht so hoch. Deswegen werde ich damit noch ein bisschen warten. Es wird leider noch ein bisschen under construction bleiben. Aber mal sehen, ob sich das in Zukunft ändern wird. Meine drei Partnerkanäle, Agreement, Gunspain und Shadowriker. Hier könnt ihr euch in meinem Gästebuch verewigen, wenn ihr Lust habt. Hier poste ich immer irgendwie welchen Blödsinn, den ich finde und den ich unbedingt präsentieren muss, auch wenn es euch nicht interessiert. Schaut mal ab und zu mal rein. Derzeit sind da zwei Bilder von Maple Story drin. Einmal ein richtig schöner, dummer Bug von Nexon. Und mein Wild Hunter, der schon mal Level 200 erreicht hat. Klar. Ja, das war's. Das war meine Homepage. Besucht sie. Hier findet ihr jetzt alles, alle News, alles Wichtige. Denn auf meinem Kanal, da will ich das nicht, weil die Bulletins, die gehen einfach mal gerne unter. Gut, ich werde auch da Bulletins schreiben, aber guckt auch bitte ab und zu auf die Homepage. Weil ich davor habe, mehr die wichtigen Sachen zu posten. So, was habe ich mir vor euch für ein 300 Abonnenten Special vorgestellt? Das werdet ihr gleich sehen. Und hier ist das. Was kann es wohl sein? Na, könnt ihr es erraten? Tetris! Das allererste Gameboy-Spiel. Ja, ich war 3 Jahre alt, als ich das gute Stück bekommen habe. Nun gut, als Kind hat mir das Geklimper Spaß gemacht. Aber mit der Zeit hat mir die Klötzchenstapelei ein bisschen mehr Sinn gemacht. Ich hatte meinen Spaß an diesem Spiel und einen Ohrwurm fürs Leben bekommen. Daher mein 300 Abonnenten Special, eine Runde Tetris. Lass mal alles wie es ist. Okay, start mal mit Level. Ja, Level 3. Ja, die gute alte Klötzchenstapelei. Okay, vielleicht hätte ich noch ein paar Reihen aufbauen können. Weil sonst dauert das jetzt hier viel zu lange. Okay, zack, eine Reihe. Ach, das waren noch Zeiten. Man,
Ich kann mich an meinen Highscore eigentlich nicht mehr erinnern. Das war zu schade. Aber ich weiß, dass man mit 1 Million Punkten ja, irgendein Bonusspiel freischalten konnte. Nein. Und wieder eine Reihe. Und zack. Als Kind habe ich da aber auch immer so lustige Kombinationen mit den Klötzchen hier gebaut. Häuschen, alles mögliche. Ja, weil ich habe noch den Sinn dieses Spiels nicht richtig verstanden, aber mit der Zeit versteht man ihn ja. Und zack. Bam, bam, bam. Da, 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 bam, bam. Ich werde bis heute nicht los, diesen Ohrbaum. Da, 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 da. Okay, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ja, es macht Spaß, Tetris zu spielen, denn es wird nie langweilig. Was soll ich denn sonst hier noch so kommentieren? Es ist ja nur dieselbe Musik. Ach man, ich will endlich eine Viererreihe. Ja, da ja, da Fenster, keine Ahnung, wohl mit dem Teil. Ja, jetzt muss ich irgendwie die Reihe voll kriegen und ich verkacke. Also wenn ich da gleich kein Game Over sehe, dann wird das ein Wunder. So. Du kommst da rein, wieso bin ich immer noch Level 3? Na, endlich ein Stein, den ich gebrauchen kann. Ja, und so sah es bei Kind immer bei mir aus. Stein, immer dieselben Steine auf dieselben Steine. So, Bams. Und Bams. Jetzt geht's langsam voran. Bam, 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 bam. Und habt ihr auch schon einen Ohrwurm? Ach, macht das Spaß. Aber es ist lang. Ach, ab 30 Lines gibt's dann wahrscheinlich erst ein Level up. Oh, scheiße. Hm, ein 3. Ein T. Hatte ich ewig nicht mehr. Natürlich müssen die Steine erst dann auftauchen, wenn man sie nicht braucht. Und wenn man sie braucht, tauchen sie nie auf. Hätt ihr das Gefühl? Ich weiß es nicht, also... Ich weiß sonst nicht weiter. Okay, jetzt wird's gefährlich. Ah, scheiße. Und es ist... Nein! Nein, nein! Okay. Game over, please try again. Herz! Ach so. Ich kann hier meinen Namen eintragen. Na gut, machen wir mal. Pedro. Ich glaube, das war eine Fail-Runde. Na gut, machen wir noch eine. Nee. Ah, okay, machen wir B-Typ. Und den gleichen Ohrraum. Okay, Level
5 diesmal und High 2. Ja, und das ist Spielmodus B. Man hat hier schon ein bisschen aufgebaut, muss den Mist jetzt irgendwie entmisten. Hat das irgendwie Sinn, was ich gerade gesagt habe? Ich glaube nicht. Denn es ist einfach nur Tetris. Darin und wieder ein falscher Stein. Mensch, das ist doch für ein Arsch. Dim, 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 dim. Aber jetzt klappt's ganz gut. Dim, 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 dim. Ja, es macht wieder Spaß. Ich darf nicht zu lang spielen, sonst werd ich wieder süchtig. Ja, das Spiel kann ich süchtig machen. Frag nicht, wie viele Batterienladungen ich als Kind da verbraucht habe für dieses Spiel. Mehr, glaube ich, mehr als für alle anderen Spiele. Ah nein, ich hab verkackt, ich hab richtig verkackt. Na komm schon. Und zack, jawohl. Eine Reihe habe ich schon mal. Du kommst da rein, du kommst so rein, du kommst so rein, du kommst so rein. Okay, jetzt. Ach nö, jetzt ist richtig verkackt. Aber richtig, ich bin wieder Game Over. Ich bin zu doof für dieses Spiel. Okay. Jetzt nochmal A-Typ. Aber auf klassischen Modus. Also ohne Reihen, ohne Steine. Und runter mit dir und... Ja, fangen wir an. Häuschen. Bauen wir einfach ein schönes Häuschen. Dim bim bim bam 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 bam. Das wird ein hässliches Haus, oh mein Gott, ich seh's schon. Ich werd gleich wieder failen. Tetris ist geil, ich hab meinen Spaß. Oh, und Level Up. Alle 10 Lines kommt ein kleines Level Up, die Steinchen werden schneller. 1000 Punkte, oh ja, schön, das gefällt mir. Und das ist das hässlichste Haus ever, vor allem weil es bei einer vollen Reihe auseinanderfällt. Deswegen habe ich da als Kind meine Reihe offen lassen, damit bloß das Haus fertig wird. Tetris ist so geil. Es macht riesigen Spaß.
Ich habe gestern Maple Story gespielt, mal wieder ein paar Episoden aufgenommen und als ich gelevelt habe offscreen, nur alle paar Minuten Level Up. Der Wild Hunter ist so geil und ich habe da verkackt. Schön. Jedenfalls nicht so wie beim Wild Hunter. Ja, wohin mit diesem Stein? Ich hab keinen Plan. Einfach runter damit. Jetzt bauen wir das hier einfach wieder frei. Ja, ich hab hier jede Menge Spaß. Das habe ich schon hundertmal gesagt. Aber mir fällt nichts ein. Sag mir doch, was ich sagen soll. Level up! Dam badadam badadam. Badam bam 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 bam. Badadam badadam. Badam badadam. Dedetem dem dam dam dam. Badadam badadam. Dam 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 dam. Badadam badadam. Ja. Tetris ist so episch. Jetzt kommt schon langer Block. Ich will eine Viererreihe. Da ist er endlich. Was mach ich da für einen Scheiß? Dadam, bam, 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 bam. Jetzt sind wir auf Level 4. Das wird immer schneller. Oh mein Gott, wie lang spiele ich schon? Egal, dieses Special wird einfach so lang, wie es lang wird. Habt ihr einfach nur Tetris, Tetris, Tetris. Ich liebe dieses Spiel. Vielleicht bin ich wieder süchtig. So eine Scheiße. Dadam, 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 bam, bam. Macht das Spiel Spaß? Ich hab mich noch nie so amüsiert. Tetris ist einfach geil. Es ist episch und gut. Man hat immer nur Spaß. Was soll ich sonst noch sagen? Es ist einfach Tetris. Da-dam, dam, bam, 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 dam. Da-dam, dam, dam, da-da-dam, ba-da-dam, dam, ba-da-dam, ba-da-dam. Jetzt hauen wir wieder weiter. Was bleibt uns sonst noch übrig? Ich will die 1 Million. Und es wird wahrscheinlich langsam langweilig für euch. Warum gehe ich nicht gleich einfach mal offscreen? Meld mich wieder, wenn ich so weit bin. Dam badadam. Dadadam badam bam 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 bam. Dadadam bam 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 dam. Dadadadam bam badam bam. Dadadadadadam badadam. Na endlich ein langer Block und vor! Badadam, badadam, bam, 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 bam. Hier kommt das Fenster hin, wo soll es sonst anders gehen? Und da kommt wieder ein Vierer, aber nur eine Dreierreihe. Und ein Level up. Und zack. Und zack. Wir räumen hier auf.
Das ist schön. Eben war die Leine noch voll, jetzt ist alles leer. Denn das ist Tetris und ich hab keine Ideen mehr. Deswegen mach ich noch ein Level ab. Danach geh ich offscreen und wir sehen uns kurz vor der Million. Okay. Ich bin wieder da, wenn ich kurz vor der Million bin. Bis gleich. Ja, wieder zurück. Ich habe leider es nicht geschafft. 10 Level, 100 Lines. Aber ich bin zufrieden damit. Da. Nein, kein Pedro, wo ist das her? Und so hat sich bei Tetris auch oft angehört. Also dann. Mir hat Tetris Spaß gemacht. Das war mein 300 Abonnenten Special. Ich sag euch, tschö bitte!